Herzlich willkommen zurück zu Mario Kart Arcade GP. Diesmal der Mauszeiger ist aus dem Bild. Ich habe ihn zwar nicht ausgeblendet, was ich eigentlich gerade vorhatte. Aber ich habe es vergessen und das fällt mir erst ein, wenn ich die Aufnahme schon begonnen habe. Ich hätte es zwar abbrechen können, aber dazu habe ich jetzt keine Lust und ich sollte vielleicht jetzt aufhören, darüber zu reden. Und cooler Ballon übrigens, der da oben fliegt. Auch wenn niemand drin sitzt und er die ganze Zeit hoch und runter fliegt, aber ja. Das zum Beispiel ist wieder eine schöne Strecke. Das ist nicht so eine Scheißstrecke. Also ich wollte es jetzt nicht so sagen, aber ich sag's jetzt einfach. Wie diese Wario-Strecken. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich da immer verliere. Ich sag's vielleicht auch deshalb. Es ist ja so, wenn man im Spiel verliert, findet man es meistens schlecht. Aber ich finde die Strecke auch nicht wirklich gut. Was mache ich denn jetzt hier? So. Oh, Öl. Öl hatte ich noch nicht. Also so eine Flasche Öl oder beziehungsweise Tonne Öl lege ich doch gerne mal ab für meine sehr wertgeschätzten Mitfahrer. Ich habe, glaube ich, 22 Münzen ist mein Rekord. Beziehungsweise 23 ist mein Rekord, ja, müsste so sein. Das lief dann mal ganz gut. Pac-Man Cup. Echt top. Okay, jetzt kommt die Strecke. Aber die, gegen die habe ich nicht mal was. Gegen die habe ich nichts. Ich finde die sogar ganz cool. Die Idee ist ganz gut so. Also so. Ich hasse es so zu sagen. Aber nein, die Idee ist eigentlich ganz gut, dass man sich wegteleportiert. Nicht so wegteleportiert. Danke. Dass man sich da wegteleportiert und dann irgendwie ins Pac-Man-Universum. Falls das überhaupt so gemeint ist. Vielleicht interpretiere ich es auch nur falsch. Aber es gibt doch keine falschen Interpretationen, oder? Es gibt vielleicht sinnlose Interpretationen. Okay, das gibt's. Es gibt auch unpassende Interpretationen. Aber es gibt auf keinen Fall falsche Interpretation. Ich frage mich eigentlich, was ich hier gerade laber. Zack. Ich würde das gerne mal auf jemanden einsetzen, deswegen behalte ich das jetzt. Aber Pac-Man Cup, wirklich, du hältst das Niveau in diesem Spiel. Du hältst das Niveau in diesem Spiel. Man sieht die anderen Strecken und denkt sich einfach nur so. Aber wenn man das so sieht, denkt man, ja, es ist eine gute Strecke. Man kann es akzeptieren, ja. Ich würde sogar schon zu akzeptieren schweifen. Es ist so ganz knapp zwischen tolerieren und akzeptieren. Aber nur ganz knapp. Fast sogar akzeptieren. Ja, was mache ich denn? Aber ich finde es gut, dass beim 150er Mann nicht mehr dort hängen bleibt, sondern einfach hochgeschleudert wird. Zumindest kommt es mir so vor, vielleicht liege ich doch vollkommen falsch und ich habe einfach nur Glück. Aber ich habe auch nichts gegen Glück. Also bis jetzt läuft es ja ganz gut. Und warum fährst du durch die Wiese? Ist das eine Abkürzung? Vom Pack-Labyrinth geht es jetzt zum Pack-Mountain. Was, wie ich vorhin schon gesagt habe, auch eine ganz gute Strecke ist. Ist eigentlich ziemlich unnötig, dass man einfach zweimal die gleiche Strecke bei anderen
Wetterbedingungen, Tageszeit. Das ist unnötig, ganz ehrlich. Das ist eigentlich nur. Hä, was habe ich falsch gemacht? Naja, das ist eigentlich nur dazu da, um das Spiel zu strecken. Zumindest kommt es mir so vor. Ich wollte gerade irgendeinen passenden Vergleich suchen, aber ich habe keinen gefunden. Deswegen war ich gerade so ein bisschen ruhig. Man ist langsamer. Aber die Münzen spielen eine ziemlich große Rolle. Das habe ich ja vorhin gemerkt. Ich hatte viele Münzen und hatte riesigen Abstand. Ja, ich sage was irgendwas. Ich sag, Münzen sind wichtig und sammle dann mehrere Münzen. Kolonien, sage ich jetzt mal, nicht ein. Oh mein Gott. Und die vier Münzen nehme ich wieder mit. Zack. Oh, schön die Abkürzung gesprungen. Zack. Ich weiß jetzt nicht, ob das an dem Cup liegt oder an mir, dass ich auf einmal so, ich würde sagen, besser geworden bin. Na, Wario, bitte. Zack. Yes. Ich habe mir übrigens abgewöhnt, immer A zu drücken, wenn das Rennen vorbei ist. Finde ich ganz gut. Ich gewinne immer irgendwelche Triple-Items, aber kann sie nicht einsetzen. Was ist der Sinn davon? Also ich habe es noch nicht gewonnen, aber ich gewinne es gleich, wie man hier sehen kann. Komm hier. Nee. Man kann hier nichts umändern. Hallo? Okay. Ich war gerade leicht verwirrt, warum das gerade schwarz war, aber ich habe ja nicht die richtige Taste gedrückt, deswegen war die Verwirrung groß. Ja. Wieder mal typisch. Ich bin viel schneller als die anderen in dieser Teleportationsröhre. Ich finde es übrigens ziemlich lustig, auch wenn ich nicht gelacht habe, dass der Riesenpilz da oben, den ich jetzt zwar schon eingesetzt habe, aber jedenfalls, dass der Riesenpilz größer ist, dieses Itemfeld ist. Vielleicht kriege ich noch einen, da kann ich es mal erklären, wenn Beispiele dazu im Bild sind. Mit Beispielen kann man alles viel anschaulicher erklären. Das muss ich auch mal erwähnen. Ich meine, ich habe auch sozusagen einen Bildungsauftrag zum Fehl erfüllen natürlich. Ach was, das halte ich aus. Ja, ich halte es zwar aus, aber ja, jetzt sieht man den Riesenpilz. Genau das meine ich. Der ist nicht ganz im Bild. Wobei es mir so vorkommt, als wäre der in der Hand genauso groß. Ist das jetzt ein schlechter Scherz oder? Okay. Kann ich ja jetzt mal vergleichen. Ja, könnte ich vergleichen, wenn ich nicht so doof wäre und es sofort einsetzt. Was will denn dieser Typ die ganze Zeit hinter mir? Donkey Kong, du bist das, oder? Ja, es war Donkey Kong. Oh, das war's schon. Wow, neuer Rekord diesmal. Unter 10 Minuten. Alle Cups geschafft. Also das Video geht zwar nicht unter 10 Minuten, wenn ich nicht irgendwas rausschneide. Es geht nächstes Mal schon zum Bowser Cup. Es geht ja schnell dieses Mal. Naja, das war's mit der Folge. Genau, das war's mit der Folge. Und dem Pac-Man Cup. Nächstes Mal geht's zum Bowser Cup. Und damit sage ich Tschüss.